Hallo Leute, ja, ich hatte eine Plattform gebaut, die habe ich schon hier auf dem Wagen gemacht und dann habe ich nochmal geschaut. Wir haben hier noch einen weiteren Punkt zum Machen und ich dachte, ich wäre damit durch oder sowas, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, ist das schon ein aktivierter oder nicht? Aber wir werden da mal hinfahren. Ganz einfach. So, Karte wieder auf. Karte auf, ist schon offen, ne? Oder ist immer die letzte Kammer nur aktuell, die ich besucht habe? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Stopp, das war eine falsche Taste. So, wo muss ich hin? Nee, jetzt zeigt er mir die. Doch, da hinten ist der Punkt noch. Schauen wir mal. Also links der Punkt ist jetzt aktiv. Und rechts ist aber auch noch einer. Ist das. Vielleicht ist das auch einer, den ich schon gesucht habe, weiß ich nicht. Ja, das ist wohl eine Kammer, die doch noch nicht aktiviert ist. Ich dachte, ich hätte schon alle. Dann ist dem halt nicht so. Dann sind wir aber hier richtig. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier so eine Rampe hinkriege, ne? Ja, hier müssen wir wohl noch was tun. Hatte ich jetzt zwei und ne, drei oder warte ich drei? Ich weiß es nicht. Oder habe ich jetzt gerade ein Lade was falsch geladen? Ich weiß es nicht. So, Plattform dahin. Warte mal, lass mal erstmal hier F. Kann ich die Energiezelle da drauf machen und das reicht mit dem Anschließen? Ne, geht nur hoch und reicht wohl schon anscheinend doch nicht, ne? Es reichte nicht, war nicht aktiviert. Jetzt ist er wieder da. Ja, da komme ich jetzt nicht mit klar, ne? Nee, doch, warte mal. Hier, da hinten ist jetzt ein. Aha, irgendwie kann man. Okay. Da im Hintergrund sind noch welche, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt alles. Ne, der ist im Süden. Der ist Äquator 2, der ist Äquator 4. Hier haben wir im Norden Äquator 3 und Äquator 1. 2, 3, 4. Dann haben wir Süden und Norden. Ah, so. Aber da kann man nicht hin und da kann man auch nicht hin, weil wir da noch nicht waren. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt gerade sind. Das bedeutet, das Teil wieder auf unserem Anhänger drauf. Den nehmen wir auch wieder mit. Okay, hier ist eine alte Landeplattform, ne? Links ist irgendwie ein grünes Zeichen, das ich nicht kenne. So weit weg ist es nicht. Lass uns mal gerade reingucken. Ah. Gut, das kann ich sprengen und ich habe Sprengstoff dabei. Mann. Doch, im Rucksack sogar. Okay, im Bug im System. Exoship. Bei den Spalten wäre ich jetzt echt am Überlegen, ob das hier. Was haben wir hier für Material? Graphit ist das. Mal schauen, ob ich da hochfahren kann. Sieht so aus. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. Kleinen Drucker brauchen wir. Mittelgroße Plattform drucken wir. Brauchen noch Strom. Ah, den Strom können wir jetzt nicht so wirklich benutzen, dann müssen wir den nutzen. So ist auch aktiviert. Den können wir auspacken, wieder einpacken. Und das war leider nicht mitzunehmen. So, einmal geschaut. Also aktivieren geht da auch, aktivieren geht da auch, da nicht, da schon, da nicht. Das heißt, wir haben noch zwei vor uns. Gut, da werden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, sind wir auf der Übersichtskarte jetzt hier. Wir waren hier in diesem Ort. Hier ist unser Zug und hier ist der nächste Ort, wo wir hin müssen. Im Zug
Waren wir noch gar nicht, haben wir noch gar nicht gesehen. Hier ist die Lokomotive. Wir haben einen Lokführer und einen Arbeiter, der wohl die Kohlen schippen wird. Lokstärke 5 von 9, Lagerkapazität 8000. Das heißt, wir haben da wohl ordentlich, können da wohl ordentlich Kohle reinschaufeln. Was steht da? Hier können wir noch einen zweiten reinmachen. Oder der ist, der einer macht Nachtschicht, einer macht Tagschicht, kann das sein? Das sieht wohl so aus. Okay, 11 von 13, Verbesserung der Kessel. Aha, da sieht man schon, was alles geht oder nicht geht. Haltbarkeit ist gegeben. Die muss man also auch reparieren. Ich werde mich einfach hier auf den Tisch legen und schlafen. Okay, das heißt, das hatten wir. Dann haben wir hier Atariewagen. Da ist auch ein Arbeiter drin, links. Hier könnte Maschinengewehr, Pistolen, Geschützposten. Okay, da könnte man dann noch was für die Verteidigung tun. Wir haben hier unten untätige Soldaten 6. Das ist die Frage, was der gut kann oder nicht gut kann, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich die dann nicht mehr nachher mitnehmen kann, aber. Ja, weiß ich dann auch noch nicht, ne? Lagerkapazität steht drin, aber ich sehe nicht. Also das wird hier für oben sein, weil hier steht Treibstoff, Nahrung, Geld, Holz, Metall, Stoff, Kräuter, Schießpulver. Das brauchen wir alles, um den Zug am Laufen zu halten. Hier sind Leute drin zum Ausruhen, zum Schlafen, zum Erholen. Ja, dann der nächste Wagen auch. Da sind immer nur 2 drin, mehr Platz. Und hier ist der Sanitätswagen. Wir haben gar keine Kombüse oder sowas, keinen Küchenwagen. Den müsste man dann noch kriegen, ne? Ah, hier kann man die einzeln aufrufen, okay. Wir müssen erstmal weiter wohl, laut diesem Dingens. Fährt auch. Einsatz. Um interessante Orte zu entdecken, müssen Truppen eingesetzt werden. Ah, jetzt ein Klick, nicht Doppelklick. MG-Schütze. Kundschafter, ist immer gut. Ein Sanitäter nehmen wir besser auch noch mit. Wäre noch einer mehr? Also der war schon dabei. Na, dann nehmen wir noch den Grenadier mit. Bestätigen, jetzt haben wir einen Trupp. Bevor sie einen Zug verlassen. Okay. Könnt ihr selber lesen, ne? Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich am nächsten Ziel an. Jetzt geht die Geschichte weiter. Eine schicksalhafte Begegnung. Ein anderer Zug ist im Weg. Okay, mit Gewehren begrüßt. Na, super. Sei begrüßt, Legionäre. Mein Name ist Adam Morozov. Morozov. Wer hat den Befehl über eure Einheit? Nee, Waffen abgeben tun wir nicht. Die Reise beginnt.
Ja, jetzt könnte ich die Mission starten und dann werde ich wahrscheinlich in diesem Städtchen, Dörfchen, weil es auch immer ist, werde ich dann wahrscheinlich Vorräte fassen können. Das machen wir bei der nächsten Folge. So, diese Folge schauen wir, dass der Förster sein Haus baut. Das ist da, beziehungsweise hier. Und wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall mit dem Wasser weiter klarkommen, ne? Und da sollten wir mal schauen, wie weit wir denn was aufstauen könnten. Wow. Hier kann man überall was frei machen. Da habe ich das schon mal, glaube ich, gemacht in der letzten Folge. Abreißen, abbrechen. Das heißt eigentlich, wir kommen hier eine Etage höher. Vielleicht sollten wir das Wasser mal hier aufstauen. Hier zwischen. Weil hier ist schlecht, weil dann überflutet uns das Land. Ich weiß aber nicht, wie es hintenrum wäre, ne? So, Förster haben wir gebaut. Wir können fortsetzen. Pflanze Kiefern. Okay, jetzt will der Kiefern pflanzen. Dann machen wir natürlich auch Kiefern hier als Prio bei dem rein. Ich mache mal erstmal so. Haben wir, okay. Deine Situation ist jetzt autark. Solange das Wasser fließt, erwäge den Bau eines Dams oder Aufstellen weiterer Tanks, um die Dürreperiode zu überstehen. Tutorial. Okay, Tutorial sind wir durch. Jetzt müssen wir uns, sind wir auf uns selbst gestellt. Jetzt ist die Frage, wenn ich das hier staue, läuft es über oder läuft es nicht über? Wir werden es merken, wenn wir es gebaut haben. So, da haben wir hier nochmal einen Eichenwald gemacht. Da kann der zweite Förster jetzt dann da die Eichen pflanzen. Die dauern länger. 30 Tage, 8 Holz. Die Kiefern gehen schneller. 12 Tage, 2 Holz. Also hier sind wir für die schnelle Geschichte und da hinten sind wir für die lange Geschichte dafür effektiver. Ich habe da mal ein zweites Wasserrad hingesetzt und hoffe, dass das dann noch kommt und besser wird, damit mehr Energie da durchkommt. Aber ob das klappt oder nicht, weiß ich nicht. Aber oh, die nächste Dürre kommt in 3 Tagen. Ich glaube, unser Damm wird da nicht fertig und hoffe, ah, hier ist auch noch nicht fertig. Die laufen hier zweimal hin, aber irgendwie tut sich hier nichts. Ich weiß nicht warum. Ist das Problem, dass wir kein Holz haben, ne? Kommt man da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Da müsste man eine Treppe haben. Die müssen wir freischalten. So, die Dürre hat begonnen. Wir haben das leider nicht hingekriegt. Wir werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen Problem mit Wasser haben. So, Wasser ist weg. Hier hinten wäre noch ein bisschen was, was sich zurückstaut, oder wie sehe ich das? Ja, hier ist ein Wasserbecken. Ja, verdursten werden sie, glaube ich, nicht. Wir haben noch einen ganzen Tag. Ein bisschen Wasser ist noch da. Die können jetzt morgens noch trinken und dann werden sie wohl einmal unter erschwerten Bedingungen einen Tag verbringen müssen. Dürre ist beendet, das Wasser wird wiederkommen. Okay, die Bäume werden wieder grün, sind nicht vertrocknet, das ist schon mal gut. Die Pumpe läuft jetzt auch gleich wieder an, will ich hoffen. Wir haben natürlich Durst, wie wir sehen. So, jetzt gehen sie alle an der Arbeit wieder. Es kommt Wasser, das heißt, sie können auch gleich wieder trinken. Die Möhren gehen hier auch wieder zu pflanzen. Die waren aber, glaube ich, sind sie vertrocknet? Ja, sind vertrocknet, okay. Aber wir hatten hier einen großen Vorrat, der ist noch 61 nach der Dürre. Dann passt das. Und hier fehlt das Material halt. Gucken, ob sie das Rad fertig kriegen. Weiß ich aber nicht, da im Wasser. Vorrat haben wir noch keinen, ne? Die haben es direkt weggetrunken, gleich wieder.
Ja, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut und wir sehen in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. So, wir müssen zwei Anga Anga beschaffen und zwei rote Seesterne. Anga Anga sind die, sag schon, Korallen. So, den ersten Seestern sehe ich schon da unten. Orangefarben an sich, denn dann auch für die schöne Farbe. Den wollte ich doch gerade aufnehmen, oder? Ah, jetzt habe ich ihn. Da haben wir noch eine Sauerstoffkapsel, das ist schon mal cool. Schockschlagstock haben wir jetzt. Ah, hier ist die erste Koralle. Und da sind noch welche. Sauerstoff mal, da ist der zweite Stern. War das der falsche? Ach, der erste war ein gelber, glaube ich, ne? So, ich glaube, das war schon das, was wir brauchen. Jetzt können wir noch gerade ein paar Fische zum Angeln holen. Na komm, wir nehmen mal mit C, weil da ist noch eine Flasche. Haben wir die wieder. Haben wir auch einen. Da unten ist noch ein Kochtopf. Komme ich da hin? Hier links du hinterher oder wo? Sauerstoff 58, das geht noch ein bisschen. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Okay, da ist auch noch Holz. Ah, da ist so ein böser Fisch. Der mit der roten Markierung, der ist böse. Mal schauen, was hier im Kochtopf ist. Schwarzer Essig ist da drin. Okay. Und den kriegen wir auch noch. Wie, wir, zwei rote Seesterne habe ich immer noch nicht. Ich brauche einen roten. Halt, stopp, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Puh. Da hat man nochmal C gedrückt, ne? Da war irgend so ein Kugelfisch oder was das auch immer war, ne? Jetzt sind wir schon wieder so tief, dass wir wahrscheinlich nicht schaffen. Rüstung gefunden, Booster mit linken Shift-Taste kann ich den benutzen. Da ist ein dicker, da kriege ich Sauerstoff. Den nehmen wir doch mal mit, oder? Und da ist, glaube ich, der Seestern, den ich brauche. Das war kein Dingens. So, dann haben wir die Mission geschafft und jetzt geht's hoch. Oh, aber nicht so direkt, weil da ist der im Weg. Ich weiß gar nicht, wie wir noch tragen können. 6,5 und 9 steht da, okay. Den noch mitnehmen und das war's. Jetzt gehen wir hoch, weil Luft lang am aller ist. Da hast du es echt so gemacht. Ich habe dich wohl zu unterschätzt. Gut, das soll fürs Erste genügen. Ich gebe dir versprochen, Lohn, da du mir bei den Benachforschungen geholfen hast. Die plötzliche ökologische Veränderung in diesem Region müssen weiter untersucht werden, deshalb brauche ich weiterhin deine Dienste. Speichere meine Nummer ab. Gold 70, Olivenöl 5, Sojasauce 5. Okay, das ist schon einiges. Du hast 100 Gold gesammelt, ja. Gut, aber das sollte genug sein, um zu reparieren, was kaputt ist. Dann gib mir das Zeit, diese Reparatur müsste ordentlich gemacht werden. Ich hoffe wirklich, dass die Gäste weiterhin kommen. So, Tauchgang, zweite Tour, Sonntag, 2.10., 21 Grad bei sonnigem Wetter, 35 Meter, das war die beste Tauchtiefe, die Zeit war 11 Minuten und 4 unten, gefangen haben wir 19 Fische, gefunden haben wir 7 Sachen. Gut. Dave, konntest du dich gestern locker machen? Ich habe viele furchterregende Fische gesehen, es wird nicht einfach sein, tiefer zu tauchen.
Mir ist durchaus aufgefallen, dass die Fische im blauen Loch irgendwie eine boshafte Seite haben. Könnte es etwas geben, das sie verärgert? Wo wir beim Thema sind, du solltest zusätzlich aber nur eine Pistole mitnehmen. Eine Pistole? Ich habe einen Freund, der sich mit dem Schusswaffen auskennt. Ich werde ihn dir vorstellen. Wow, Cobra, es ist schon eine Weile her. Wer ist der schräge aussehende Typ neben dir? Tut mir leid, der war nicht gerade das Netteste, was ich zu einem von sagen konnte. Ich bin Dave und von Beruf Taucher. Interessant, ich dachte, du seien athletisch und muskulös. Du scheinst mein Vorwissen zu widerlegen. Wer im Glashaus sitzt, also worum es geht, kommt bitte gleich zur Sache. Ich habe eine sehr interessante Geschäft begonnen. Jetzt brauche ich ein paar Waffen. Duff, ich brauche eine Hilfe. Sierra Stella? Nee, Stra Stella. So heißt es wahrscheinlich. Stra Stella. Sowieso gerade zu Ende gegangen. Ich werde dir mal zuhören. Ordnung, ich habe ein faszinierendes blaues Loch entdeckt. Der Terrain und die Welt darin verändern sich jedes Mal, wenn man hineingeht. Seltsamerweise geht jegliche Ausrüstung, die man dort drin findet, kaputt, sobald man sie herausholt. Ich möchte, dass du uns eine Waffe baust, die dort unten verwendet werden kann. Das ist ziemlich interessant. Du hast sozusagen mein Interesse als Waffenforscher geweckt. Meine Hypothese ist, dass das alles, was nicht aus dem Material des blauen Lochs besteht, weiter zerfällt. Das gilt besonders für Waffen, die aus Versionsteilen bestehen. Wir müssen die Materialien also selbst aus dem Meer holen. Ha, Dave, du wirst dich bei diesem Meister Bluff als Taucher beweisen müssen. Ich weiß nicht genau, warum ich mich gegen beweisen müsste. Sag mir einfach, was du brauchst. Da du anscheinend überhaupt keine Waffen besitzt, fangen wir mit etwas Einfachem an. Ich denke, ich benötige einen Seil und einmal Schrott. Du hast ihn gehört, der Dave betritt das blaue Loch und bringt ein Seil und Schrott. Übrigens, wenn du auf der halben Strecke der Sauerstoff aus, darfst du es nur mit Objekt zurück. Schaffst du es nur mit einem Objekt zurück, denk immer daran. Duff, der Waffenschmied. So, Nachmittagzeit ist dann vorbei, dann wäre die nächste Aktion ins Dingens hier zu gehen. Aber, oder? Ne, ihr könnt auch noch die nächste Aktion, vielleicht können wir noch einmal tauchen, weiß ich nicht. Wir machen aber erst einen Cut hier. Danke fürs Zuschauen. Ja, hallo zu Songs of Sys. Wir sollten jetzt hier irgendwie auf unserem Getreidefeld, nee, auf unserem Feld sollten wir Gemüse pflanzen, aber irgendwie ging das nicht, weil wir kein Gemüse haben. Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir vielleicht auf unserer Kartenansicht irgendwo Gemüse haben. Ja, hier oben ist Gemüse. So, das müssen wir jetzt irgendwie abbauen, ne? Damit wir vielleicht Samen kriegen für unser Feld. Verschiedenes. Gelände bearbeiten. Sammeln, hier ist es doch. Ja, sehr cool. Dann sammelt das mal. Ist die Frage, ob die da auch, sag schon, Samen bei rauskriegen, ne? Oder nur das Gemüse. Gute Frage. Exzellent, ab diesem Punkt solltet ihr ja draußen überleben können. Verbessert. Einfach weiter eure Siedlung, baut mehr Felder, sammelt die Saaten in der Nähe. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe soeben ein viel besseres Angebot von einem König im Norden erhalten, muss gehen. Ich bin sicher, ihr schlagt euch großartig. Auf Wiedersehen. Na super. Gut, der ist jetzt weg. Jetzt müssen wir eigentlich gucken, wie wir weiterkommen, ne? Hausmeister sind auch fertig. So, dann gibt es hier oben ja unsere Anzeige mit den Zufriedenheiten und Bedürfnissen und sowas. Da sollten wir mal in die Dienstleistung reingucken. Und die Feuerstelle, die brauchen, ist erstmal nicht ausreichend, genauso wenig wie der Brunnen. Das heißt, wir sollten beides nochmal bauen. Brunnen. Ja. Hier rechts ist ja unsere Siedlung, da rechts neben ist Wald. Hier ist der Weg so diagonal irgendwo, hier. Dann würde ich das mal hier zu dem Feldmeer aufbauen. Und noch eine Feuerstelle wollten wir. Die machen wir auch noch hier hin. So, und dann haben sie da nämlich auch noch was und dann ist das schon mal besser. Gut, passt. So, dann sollten wir vielleicht da einen Weg hin machen oder eine Straße. So, wenn wir dann weiter gucken bei den Dienstleistungen, dann haben wir hier Essensstand. Den sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, auch machen. Also, umso länger der Balken ist, umso mehr brauchen die das. Wenn ich das richtig verstehe hier. Ich würde das jetzt mal hier so hinsetzen wollen. Ich glaube, in der Größe gefällt mir das. Stand dahin. Das war's, oder? Dienstleistung 15 Arbeiter 1,13. Wird wohl gehen. So, können wir hier Gemüse anpflanzen? Nein, können wir nicht. Was haben wir denn dann noch? Baumwolle? Nee. Obstplantage, das wäre schon mal was. Hier passiert. Ah, jetzt kommen welche von da hinten wieder, die das Gemüse geholt haben. Kann das sein? Wie sieht es denn überhaupt mit Essen aus? Hier ist aber kein Gemüse. Fleisch ist hier. Vielleicht brauchen wir noch ein Lagerhaus.
Ja, sieht so aus, als ob das so geht, ne? Mache ich doch so, oder? Dann brauchen wir noch einen Torbogen. Da oben und da unten. Habe ich das nicht sowas schon mal so gebaut? So, da haben wir dem Markt den Auftrag gegeben oder einen Essensstand hier. Wir haben das Feuerstelle und den Brunnen. Damit sollte das besser werden. Hier werden hoffentlich bald irgendwann mal Äpfel angepflanzt. Keine Ahnung, da steht aber ein Ausrufezeichen dran. Diese Aufgabe benötigt eine Ressource, die in eurer Stadt nicht verfügbar ist, bevor sie ausgeführt werden kann. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.